Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon die Kristall Edition. Und es geht weiter. Hier, irgendwo, nirgendwo. Hier geht's weiter in Richtung Route 39. Route 39, Olivana City, TX City, die Verbindung. Und wir werden mal eilen nach TX City, Kumu Farm. Unsere bekömmliche Milch ist sehr erfrischend. So, ich weiß, dass ich gerade ein paar Pokémon, ein paar Trainer quasi umgehe. Unsere Milch wird sogar nach Kanto geliefert. Wenn uns unser Mülltank keine Milch mehr gibt, haben wir echte Probleme. Das ist auf jeden Fall bedauerlich. Mein Mülltank gibt keine Milch mehr. Diese Farm ist berühmt für die Milch, die hier produziert wird. Fast jeder trinkt sie gern. Es würde mir viel Milch geben, wenn ich es mit vielen Bären füttern würde. Glaube ich zumindest. Und wir sollen jetzt wohl die Milch geben. Beziehungsweise das Füttern mit Bären. Nicht die Milch geben. Mülltank ist krank. Es braucht viele Bären. Mülltank ist krank. Es braucht immer noch viele Bären. Du bist Mülltank. Muh. Dein Ruf ist schwach. Gibst du Mülltank eine Beere? Ja, mache ich einfach. So, wie viele Bären haben wir jetzt eigentlich? Ich glaube, wir haben nicht so viele Bären. Ich weiß auch gar nicht, wie viel das überhaupt braucht. Ich glaube, 10 oder so. Gucken wir mal. Wo haben wir denn überhaupt unsere Bären? Ja, auf jeden Fall irgendwie hier nicht. Und wir gehen auch. Denn wir haben ja schon schlechte Erfahrungen mit Mülltanks gemacht. In der dritten Arena, glaube ich. Also, die Farm. Das hinter uns. Zeig doch mal, was deine Pokémon drauf haben. Ist ja gut. Psycho André möchte kämpfen mit einem Phlegmon. Quapsel ist dafür mal wieder nicht so gut, also tauschen wir auf Knofenser. Und es tackelt uns an. Und Volltreffer natürlich bei unserem Glück. Hoffentlich wird's down gehen. Nicht ganz. Verdammt. Mal sehen, ob jetzt reicht mit der Schneider. Ich glaube nicht. Nee. Aber egal, jetzt geht's down. Und wir haben hoffentlich ein Level up. Nee. Nicht wirklich. Noch ein Phlegmon. Das heißt, wie gemalt für uns. Level 20. Okay. Ich muss in jedem Fall trainieren. Das ist ganz wichtig. Oh oh. Ja. Verdammt. Scheiße. Gut. Egal. Dann muss jetzt Tauburger halt ran. Und Phlegmon nicht besiegen. Boah, ist das alles ärgerlich hier. In jedem Fall in so einem Let's Play, da kommt man irgendwie nicht ganz so oft zum Trainieren. Habe ich so ein Gefühl. So, auf jeden Fall haben wir es jetzt irgendwie geschafft. Und haben nicht mal ein Level up. Hier, deine Pokémon sind sehr fähig. Wie
Wir gucken mal kurz auf den Punkt gekommen, wo es denn hier nach Oliviana City geht. Gehen Süden müssen wir. Die umgehen wir erstmal, aber der Typ kommt ja noch. Genau der richtige Moment, um mit Pikachu anzugeben. Mach das mal. Ich glaube, ich will von dem nächsten Part ein paar von den Gegnern hier nochmal besiegen, um zu trainieren. Und das mache ich jetzt nicht alles hier. Weil ich glaube, das wäre ein bisschen langweilig für euch. Also glaube ich zumindest, ich weiß es nicht genau. Donnerwelle hat auf uns gar keine Wirkung, wisst ihr. Doppelteam, scheiße. Das heißt, es ist für uns nicht so leicht zu treffen mehr. Aber es reicht, hoffentlich. Ja. Sönke wurde besiegt. Ich hatte keine Zeit, mit Pikachu zu prahlen. So sieht's aus. Da ist noch ein Trainer. Ich bin gerade wieder in Oliviana City angekommen. Wie steht es nun mit dem Pokémon-Kampf? Das werden wir auch sehen, wie es damit steht. Matrose Justus. Matrosen haben meistens entweder Kampf- oder Wasser-Pokémon oder einfach ein Kampf- und Wasser-Pokémon. So, und das ist die Weiterentwicklung von unserem Quapsel. Und da kann unser Tauboga mal aushelfen. Blubber, okay. Sollte uns jetzt nicht ganz so viel anhaben. Aber Windstoß umso mehr. Nee. Scheiße. Das wäre jetzt auch noch Kampf und Wasser, dann müsste nämlich Vogelattacken, also Flugattacken, sehr effektiv sein. Aber wie ich sehe, irre ich mich. Deutsch kann ich auch nicht mehr. Und wir sind reif für ein Focus-Center. Und für ein Level-Up auch. Ein Radikal. Da kann man wieder unser Kleinstein am ehesten was ausrichten, vor allen Dingen, weil deren Attacken nicht effektiv sind. So. Intensität 7, scheiße, so mittelmäßig. Hoffen wir, dass es reicht, und es reicht nicht. Also nochmal das Ganze. So, jetzt sollte es aber reichen. Und wir haben ein Level Up. Ein Krabby. Unser Dingensviech ist ja hin. Unser Pflanzenviech. Egal, dann muss jetzt mal Kadabra ran, weil das am ehesten noch Chancen hat gegen einen Krabby. Ein Wasser-Pokémon bekommt unser Psy-Strahl ab und geht down. Level up. Und Justus ist down. Ah, verdammt. Und wir sind angekommen in Oliviana City. Nein, bitte nicht. Nein. Du schon wieder? Kein Grund zur Panik. Mit Verlierern wie dir gebe ich mich nicht ab. Apropos Verlierer, die Erinnerterin dieser Stadt ist nicht hier. Sie kümmert sich wohl gerade um ein krankes Pokémon im Leuchtturm.
Wozu soll das nur gut sein? Ein Pokémon, das nicht kämpfen kann, ist wertlos. Warum trainierst du nicht im Leuchtturm? Wer weiß, vielleicht wirst du dadurch ein wenig stärker. Ja, also Verlierer sind wir jetzt zwar nicht, aber gut auf jeden Fall, dass er abhaut. Und im Leuchtturm zu trainieren ist wahrscheinlich auch eine gute Idee. Hallo, ich will da rein. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon. Juhu. Und wir müssen auf jeden Fall auch hin zum Leuchtturm, weil wir den Orden brauchen. Und deswegen müssen wir die Leiterin auffinden. Quasi. Der Matrose in Oliverna City Café nebenan ist sehr großzügig. Er hat meinen Pokémon stärker beigebracht. Jetzt kann er es Felsen bewegen. Schön. Wow, du und dein Pokémon versteht euch sehr gut. Da gibt es jemanden in Anemonia City jenseits des Meeres. Ich habe gehört, wie er mit seinen seltenen Pokémon angegeben hat. Okay. Also, es gibt auch noch eine City jenseits des Meeres. Und wir können ja ganz so lange Surfer. Gut, im Markt gehen wir später rein. Sehen wir uns mal weiter hier um. Oliverna City liegt am Meer. Daher sollte man dort auch jede Menge Fische finden. Ich fische hier seit 30 Jahren. Willst du das Meer und die Fische sehen? Ja klar. Ah, und da haben wir einen neuen Angler. Und wir halten die Profi-Angel. Und wir haben die Normal-Angel noch nicht mal eingesetzt. Das sollten wir mal machen, auf jeden Fall. Fische findet man nicht nur im Meer. Sie sind überall, wo es Wasser gibt. Okay. Die Arena, wie gesagt, können wir noch nicht aufsuchen. Was sagt der hier so? Dieses Ding ist doch ein Pokémon. Wow, das ist cool. Ja, sehr detailvoll, was er hier sagt. Gut, was haben wir hier noch? Noch eine Reihe von Häusern. Hi, ich suche ein Pokémon. Wenn du einen Krabi hast, tauschst du es gegen mein Volteball? Nö, ich habe eh keins. Du hast auch keines? Das ist wirklich enttäuschend. Ja, kann ich auch nichts für. Ist halt so. Wenn ich umgezogen bin, macht mir Papa mit gruseligen Geschichten Angst. Auf dem Weg nach Anemonia City siehst du vier verlassene Inseln. Ungezogene Kinder werden zur Bestrafung auf diese Inseln geschickt. Wow. Tolle Erziehungsmethoden auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. So, und dann geht's weiter. Hier haben wir wohl den Leuchtturm, der ein wenig cool aussieht. Nachts sind dunkle Straßen gefährlich. Auch das Meer wirkt viel bedrohlicher in der Nacht. Ohne das Licht des Leuchtturms könnte kein Schiff das Meer bereisen. Leuchtturm von Oliverna City, auch bekannt als Glitzerleuchtturm. Aber Moment, müssen nicht noch irgendwo ein Typ sein, der uns jetzt Stärke beibringt oder so? Hat doch jemand gesagt. Hier ist in jedem Fall der Route 40. Das ist ein hohes Gebäude. Was ist das? Wo geht's hier hin? Hier ist es zum Duellturm? Das ist ein Geheimnis, aber du erhältst spezielle Preise, wenn du oft gewinnst. Das werden wir vielleicht auch mal machen, auf jeden Fall nicht jetzt. Die Level der Pokémon, die ich einsetzen möchte, sind unterschiedlich. Ich muss sie jetzt trainieren. Okay. Erstmal zurück. Moment, noch nicht zurück. Man weiß ja nie. Ich reiste mit dem Schiff nach Oliverna, um die Sehenswürdigkeiten und die Atmosphäre zu genießen. Da es eine Hafenstadt ist, unterscheidet sie sich von anderen großen Städten.
Warst du schon am Duellturm? Ich denke, dass sich bereits viele starke Trainer dort versammeln. Da du so viele Ohren besitzt, wirst du dich dort wacker schlagen. Du kannst es zwar nicht von hier sehen, aber Anemonia City liegt jenseits des Meeres. Okay. Gut, wir haben noch keine Stärke bekommen. Wenn ich nicht ganz doof bin. Also gehen wir mal hinein in den Leuchtturm. Und hier sollten wir auch Pokémon begegnen. Früher haben Pokémon nachts die Gewässer um Olivianer City erhellt. Der Leuchtturm wurde errichtet, um diese Pokémon zu ehren. Okay. Hier haben wir wohl die ersten Trainer. Und den werden wir auch beim nächsten Mal ordentlich einheizen. Ich habe gerade vergessen, meinen Timer zu stellen. Ich habe es ein paar Mal hinbekommen, aber jetzt irgendwie nicht. Egal, vielleicht schaffen wir noch einen Kampf. Wir können ja auch eh länger aufnehmen. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, um die 20 Minuten Part zu machen. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Gut. Wir tauschen mal. Und dann geht's mal los. Ist kein Trainer, ach so. Die Leute kommen zum Leuchtturm, um zu trainieren. Aufgrund der vielen Trainer ist es nicht einfach, sich bis ganz nach oben vorzukämpfen. Sind hier auch Pokémon zum Trainieren? Weil wenn nicht... Ja, hier sind die Trainer auf jeden Fall. Okay, hier scheinen wohl keine Pokémon zu sein. Aber ich werde auf jeden Fall trainieren. Das ist auf jeden Fall klar. Vor dem nächsten Part, weil... Allmählich wird es dünn. Und ich habe schon länger nicht mehr trainiert, deswegen muss ich das mal nachholen auf jeden Fall. Das werde ich auf jeden Fall tun, indem ich vielleicht noch ein paar von den Trainern besiege, die wir noch übersehen haben oder noch nicht begegnet sind. Weil wir quasi zu feige waren. Ach verdammt, ich laufe hier im Kreis quasi. Nein. So, und zwar... Ach verdammt, das gibt's doch gar nicht. So, hier müssen wir lang. Und zwar werden wir jetzt trainieren in den Gräsern und vielleicht noch ein paar Trainer, die ich noch besiege. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter beim Leuchtturm. Und dann mal gucken, wie weit wir trainiert haben. Wir sehen nochmal die Status unserer Pokémon. Und vor allem die Attacken werden nochmal interessant. Man weiß ja nie, was wir dazu lernen werden. So, und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht's spannend weiter im Leuchtturm. Ein wenig aufgelevelt und bis dahin, macht's gut!